Willkommen zurück hier bei der A&M und heute geht es um das Thema, wie du durch Digitalisierung Zeit, Geld und Effizienz einsparen kannst bzw. verbessern kannst. Darum geht es in diesem Video. Los geht's! So, heute geht es darum, wie du mit Digitalisierung in deinem Betrieb Kosten einsparen kannst und auch Zeit einsparen kannst und dadurch auch deine Kunden glücklicher machen kannst. Letzten Endes ist ja die Frage, die man sich als Geschäftsführer stellt, okay, wie kann ich mehr zufriedene Kunden haben? Wie kann ich die Prozesse besser machen? Wie kann ich es schaffen, dass auch mehr Gewinn am Ende des Jahres oder am Ende des Monats auch übrig bleibt? Und Digitalisierung hört sich immer so ein bisschen an, so ja, das ist ja sowas irgendwie Neumodisches und so weiter mit Technik und so weiter, das ist nicht so wichtig, das ist nur nice to have. Und dieser Frage möchte ich heute mal auf den Grund gehen, ob Digitalisierung wirklich nur nice to have ist, denn schauen wir uns mal an, was bedeutet Digitalisierung eigentlich? Digitalisierung heißt ja letztendlich eigentlich, dass du Daten in irgendeiner Form, also Informationen, digital zur Verfügung stellst. Das heißt, man kann darauf vielleicht von unterwegs aus zugreifen, man hat alle Informationen an einem Ort, mehrere Leute können auf diese Informationen gleichzeitig zugreifen, mehrere Leute können sie bearbeiten und so weiter. Das kannst du dir vorstellen, zum Beispiel bei Kundenanfragen, die reinkommen, bei Interessenten, die sich melden, ja, bei Reklamationen vielleicht oder Kunden brauchen irgendwelche Unterstützung bei ihren Produkten oder bei ihrem Terrassendach jetzt zum Beispiel oder bei ihrer neuen Küche haben sie irgendwelche Anfragen oder es geht zum Beispiel um die Auftragsabwicklung, ja, dass du zum Beispiel sehen willst, okay, wie ist der Stand bei dem Kunden, was hat er sich genau vorgestellt, wie sind die Skizzen dazu vielleicht und diese ganzen Informationen, über die ich jetzt geredet habe, die will man in irgendeiner Form, ja, verfügbar haben, digital haben, damit man eben von überall aus zugreifen kann und das Ganze eben ja auch gleichzeitig bearbeitet werden kann und so weiter. Und was hat man dadurch für Vorteile? Naja, zum einen ist natürlich ein riesiger Vorteil die Zeit, ja, weil wenn du die Informationen an einem Ort verfügbar hast, ja, stellen wir uns mal ein Szenario vor, ein Kunde ruft an und er möchte eine gewisse Sache noch hinzufügen zu seinem Auftrag, der vielleicht nächste Woche ansteht, möchte sagen, ja, das und das soll bitte auch noch gemacht werden. Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder habt ihr einen Hängeordner bei euch neben dem Büro, wo du dann hingehen musst, das erstmal rauskramen musst, während der Kunde dran ist und das dann eintragen musst, erstmal den richtigen Ordner suchen und so weiter, ist, denke ich, relativ selbsterklärend, dass das zeitaufwendig ist. Und im Gegenteil dazu, ja, wenn du zum Beispiel eine digitale Auftragsmappe hättest, dann könntest du einfach in das System gehen, den Nachnamen von dem Kunden eingeben, sofort den Auftrag sehen, dort ganz kurz hinterlegen, dass es dort noch einen extra Wunsch gab von dem Kunden und dann kannst du hier beim Thema Zeit auf jeden Fall deutlich einsparen. Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann ist natürlich durch das Thema Zeit kommt natürlich Geld mit einher. Ja, ganz einfaches Beispiel hier, angenommen, angenommen, es gab jetzt eine Information vom Kunden, er möchte auch noch das und das mit eingebaut haben, ja. Und das wurde jetzt auf irgendeinem Zettel drauf gekritzelt, ja, der wurde vielleicht vergessen, mit in den Ordner mit reinzutun, mit in die Baustellenmappe. Und diese Information fehlt jetzt einfach, wenn die Kollegen rausfahren zum Kunden und vielleicht wurde das Material nicht mit in das Fahrzeug eingeladen, was noch benötigt wird und so weiter. Und jetzt müssen eben deine Monteure vielleicht nochmal rausfahren, um eben diese zweite Sache auch noch beim Kunden zu realisieren. Ja, oder da gibt's endlose Beispiele, das geht natürlich immer einher. Wenn Zeit eingespart wird, dann wird auch Geld eingespart. Wenn du nochmal zum Kunden rausfahren musst, weil eine Information auf dem Weg verloren gegangen ist, dann geht natürlich auch Geld verloren, weil du doppelt rausgefahren bist. Wenn du zum Beispiel einen Interessenten zu spät anrufst, ja, weil das wurde irgendwo auf einem Zettel aufgeschrieben, dann geht der Zettel verloren du hast es nicht in einem digitalen System, dann geht natürlich auch Geld verloren, weil du diesen Interessenten vielleicht zu spät anrufst und er sich dadurch schon bei einem anderen Fachhändler oder einem anderen Handwerksbetrieb gemeldet hat. Ja, dadurch natürlich das Thema Geld. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Kundenzufriedenheit. Kundenzufriedenheit und das ist hier für mich eigentlich auch das A und O, denn es gibt ja für den Kunden nichts Schlimmeres, als wenn er dir schon mal Sachen gesagt hat, die er dann hinterher nochmal erzählen muss oder an die du nicht gedacht hast. Ja? Und Kundenzufriedenheit ist dementsprechend ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das geht auch in allen Geschäftsprozessen mit einher. Wenn du zum Beispiel die Anfrage aufnimmst und die ganzen Kundenwünsche schon mal aufnimmst und das digital erfasst, dann kann dein Berater zum Beispiel hinterher im Beratungsgespräch diese Informationen auch sofort
mit aufgreifen und hat die parat. Ja, wenn du zum Beispiel einen Kunden hast, der bei dir anruft und sagst, hier, ich habe hier eine Reklamation oder ich wollte mal fragen, wie es mit dem Auftrag aussieht, wann die Lieferzeit jetzt ist und so weiter, dann können deine Kolleginnen und Kollegen im Büro können sofort auf diesen Kunden, auf die Akte zugreifen, ohne erst vielleicht ins Büro oder ins Archiv gehen zu müssen, um die Akte rauszuholen, um den Kunden zu suchen und so weiter. Müssen hier einfach nur die Datei von dem Kunden öffnen, haben das Ganze digital parat, können den Auftrag reinschauen und dem Kunden direkt sagen, worum es geht. Ja, vielleicht ist es auch so, der Kunde ruft an, erzählt etwas, ja, hat einen Wunsch, äußert etwas und das bearbeitet zum Beispiel ein Kollege. Eine halbe Stunde später ruft der Kunde nochmal an und sagt, ja, ich hatte vorhin schon mal angerufen und vielleicht ein anderer Kollege im Büro oder eine andere Kollegin kann diese Datei oder diese Kundeninformation direkt öffnen und sagen, ja, ich habe ja gesehen hier im System, Sie haben ja vorhin mit meinem Kollegen so und so gesprochen und da ging es ja um das. Worum geht es denn jetzt? Ja, also diese Kommunikation und auch die Dokumentation der Kommunikation, die ist einfach viel transparenter und nichts wird mehr irgendwie auf irgendwelchen Zetteln vergessen. Und dadurch, und darum geht es ja letztendlich, hat dein Kunde einfach das Gefühl, dass ihr super organisiert seid, ja, dass ihr genau wisst, was ihr tut und dass bei euch einfach alles rund läuft. Und das ist natürlich ein riesiger Punkt beim Thema Kundenzufriedenheit. Und deswegen, möchte ich dir auch einfach nochmal mitgeben, so als Ratschlag, sieh das Thema Digitalisierung nicht einfach so als, das Ganze ist nice to have oder ja, das braucht man nicht, weil das haben wir schon immer so gemacht. Denn du kannst halt durch einfache Systeme, ja, wie eine Kundenverwaltung, ein Auftragssystem, digitale Baustellenmappe und so weiter, kannst du eben dafür sorgen, dass du eben hier bei diesen drei Punkten extreme Fortschritte machst. Ne? Und darum geht es ja letztendlich, dass die Kunden happy sind und der Betrieb super läuft, dass auch ordentlich Gewinne bei rumkommen. Und darum geht es ja hier auch auf unserem Kanal hauptsächlich. Ja, ich hoffe, du hast hier bei dem Video einiges mitnehmen können. Ich hoffe, dir hat das gefallen, so als Inspiration oder so mal als, als kleine Motivation, da auch mehr zu machen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen hoch. Ja, lass auch gerne einen Kommentar da. Und wenn du dazu Fragen hast, ja, ich antworte da auch immer gerne persönlich. Ansonsten, wenn dir die Themen gefallen, abonniere auch gerne unseren Kanal und dann sage ich bis zum nächsten Video. Ciao.